Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute machen wir ein richtig geiles Low Carb Tiramisu. Aber natürlich nach dem Intro. So meine Freunde, dann legen wir mal los. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet und was wollt ihr gerne haben an Rezepten und so, und dann kamen ganz viele Nachrichtenvorschläge und darunter waren sehr viele Vorschläge: Cecil, mach unbedingt bitte mal ein Low Carb Tiramisu. Und da habe ich gedacht, alles klar, mache ich deswegen heute jetzt das Video. Und wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann mach es unbedingt, weil ich mache ständig solche Umfragen, welche Videos ich als nächstes auf YouTube machen soll. Deswegen, das hängt praktisch zusammen. Also wenn du noch keinen Account hast bei Instagram, den hast du in 2 Minuten erstellt. Also folg mir da auch und dann bist du immer up to date, was abgeht. So, und bevor ich jetzt mit dem Video anfange, andere YouTuber machen das viel besser als ich immer. Die sagen schon am Anfang vom Video, abonniere den Kanal. Bin ich erst jetzt nach 3 Jahren drauf gekommen. Also abonniere gerne den Kanal, drück die Glocke, damit du immer informiert bist, wenn neue Videos kommen. Und genau, wir starten jetzt mal mit dem Tiramisu und erstmal vorweg möchte ich nochmal sagen, es gibt in meinem Kopf immer so 3 Stufen. Also entweder du achtest gar nicht auf Ernährung, haust dir einfach irgendein Tiramisu mit Zucker rein, mit wer weiß was rein und es ist dir egal. Das ist so die erste Stufe, die ist natürlich nicht gesundheitsförderlich. So, dann gibt es die zweite Stufe, du versuchst Zucker zu reduzieren, aber du hast noch so einen Janker, dass du Süßstoff nimmst. So, das ist die zweite Stufe, das ist auch schon viel besser als jetzt nur Zucker oder nur Junk oder nur Gluten, aber es ist noch nicht 100% perfekt. Und dann die perfekte Stufe ist praktisch, dass du gar keine Süßigkeiten mehr haben willst. So, und wie das funktioniert, dass du gar keine Süßigkeiten mehr haben willst, das erkläre ich zum Beispiel in der Free-to-Maximum-Prinzip. Da erkläre ich ganz genau, wie meine Teilnehmer es schaffen, dass sie es nicht mehr wollen. Es funktioniert. Glaub mir, das erkläre ich da. Aber jetzt sind wir in der Stufe, dass wir sagen, okay, wir wollen weg vom Tiramisu mit Zucker ohne Ende und dann noch in der Kombination mit schlechten Fetten und alles Mögliche. Davon wollen wir weg und wir wollen jetzt eine gesündere Low-Carb-Variante haben. Und da sind wir jetzt in dieser Stufe. Also das heißt, könnt ihr sehr gerne mal machen, aber natürlich nicht jeden Tag immer nur von morgens bis abends Tiramisu essen, aber es ist eine sehr, sehr geile Variante, auch gute Inhaltsstoffe. Wenn ihr noch mehr wissen wollt vom Thema Süßstoff, ja, nein, da habe ich auch extra ein Video Süßstoff. So, und lassen wir jetzt mal anfangen und bleib auf jeden Fall dran, weil das Gericht bekommt am Ende des Videos natürlich wieder eine Bewertung von mir, von einer Skala von 1 bis 10. Sei gespannt, was ich dem Gericht für eine Bewertung gebe, also Tiramisu. Grundsätzlich mag ich Tiramisu, also von früher das Tiramisu, das mit Zucker und so. Ich vergleiche es, ich sage dir ganz genau, wie ich es finde und lass uns starten. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal 2 Teelöffel Instant Espresso. Ich hatte Instant Espresso, du kannst aber auch eine Tasse frischen, natürlichen oder wie man das sagt, Espresso nehmen. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Kakao zum Bestäuben. Dann machen wir den Teig. Den Teig machen wir aus 100 Gramm gemahlenen Mandeln, 5 Eier, 2 Esslöffel Xylit. Dann müssen wir die Creme machen. Für die Creme brauchen wir 500 Gramm Mascarpone, 3 Esslöffel Xylit und 3 Eigelb. So, wie bereiten wir den Teig vor? Und ich muss dazu sagen nochmal, ihr wisst das, okay, fragt mich nicht nach Kalorien, ich habe es nicht ausgerechnet, wie viel Kalorien, wie viel Fett und so da drin sind. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr kohlenhydratarm. Also hier ist wirklich sehr, sehr wenig Zucker drin. Aber ihr müsst wissen, ich bin kein Küchenteufel, okay? Ich mag das auch nicht zu kochen. Also es ist wirklich immer echt eine Qual für mich. Und ich mache es immer nur, weil ich jeden Tag die Nachrichten bekomme, Cecil, du hast mein Leben geändert, ich habe 30 Kilo abgenommen, ich fühle mich besser, mein Mindset ist stärker. Und dann denke ich immer, okay, wenn ich das jetzt mache, dann fällt es euch leichter, euch gesünder zu ernähren, viel leichter, weil es gibt dann keine Ausreden mehr. Ich habe Low-Carb-Pizza-Rolle, ich habe Low-Carb-Brot, was mega lecker ist, Pizza, Flammkuchen, jetzt Tiramisu. Es ist alles in der Low-Carb-Variante da. Ups. Ihr braucht nicht, euch gesundheitlich zu zerstören, nur weil ihr was Leckeres essen wollt. So, und das ist immer mein Ansporn. Und deswegen mache ich diese Kochvideos. Ich finde es eine Katastrophe immer, aber ich mache es aus dem Grund, weil ich dann weiß, dass es euch mega hilft, okay? Also, wie bereiten wir den Teig zu? Als erstes
Wir nehmen die 5 Eier und trennen das Eiweiß vom Eigelb. Das habe ich natürlich nicht vor der Kamera gemacht, weil ich eine Katastrophe erwartet habe. Deswegen, also Eigelb und Eiweiß wird getrennt. Dann das Eiweiß für den Teig richtig steif schlagen. Und zwar habe ich das natürlich nicht mit der Hand gemacht, weil da hätte ich wahrscheinlich 3 Tage gebraucht, sondern mit so einer Rührmaschine. Ne? In der anderen Schüssel dann das Eigelb von den 5 Eiern mit 2 Esslöffel Xylit und 100 Gramm gemahlenen Mandeln gut verrühren. Anschließend vorsichtig unter den Eischnee heben. Okay, diese Techniken, unterheben, seitlich heben, von vorne nach hinten heben, ich stecke da nicht drin, meine Freunde, das ist für mich eine andere Sprache, aber ich lese es hier so vor, wie es hier steht. Ich habe es ungefähr so versucht. Ich kenne den Unterschied nicht zwischen von unten nach oben rühren oder seitlich rühren, aber ich habe es einfach so gemacht. Dann die Teigmasse auf einem Backblech auslegen, natürlich Backpapier auch drauf tun, auf dem Backblech auslegen und in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 20 Minuten backen. Und dieses Verteilen hat mir zum Beispiel wieder Spaß gemacht. Also das war, glaube ich, der einzige Teil, der mir hier Spaß gemacht hat. Und was machen wir als nächstes? Kurz abkühlen lassen und dann in passende Stücke schneiden. Also je nachdem, ob ihr jetzt so eine große Form nehmt, dann ist es halt ein größeres Stück. Oder ob ihr kleine Gläser nehmt oder Schüsseln. Also ungefähr so in der Größe ausschneiden den Teig, dass es genau auf den Boden der jeweiligen Schale passt. Bevor ihr den Teig aber in die Schale dann reintut, taucht ihr ihn einmal in dem Espresso ein und dann legt ihr den Boden der Schüssel oder der Form, die ihr habt, einfach aus. Dann bereiten wir die Creme vor. Und zwar nehmen wir die 500 Gramm Mascarpone, 3 Esslöffel Xylit und 3 Eigelb miteinander verrühren. Und da habe ich gedacht, man kann da auch Amaretto mit reintun. Ich habe das jetzt nicht gemacht, ich wollte es sogar machen. Aber ich habe hier in Dubai nicht wirklich Amaretto gefunden. So. Deswegen, ich kann euch empfehlen, versucht es mal mit Amaretto. Es gibt ja auch so Amaretto-Aroma. Das könnt ihr auch nehmen oder halt normales Amaretto. Ihr wisst ja, ich trinke überhaupt gar keinen Alkohol. Gar nicht. Ich habe nur einmal in meinem Leben getrunken. Aber jetzt, wenn zum Beispiel auf dem Eis so Amaretto drauf ist oder ihr ein Eis-Eierpunsch, Nazi-Anti-Alkoholiker. Okay, so, ey, wenn man irgendwie ein Gericht hat und man macht da das mit Wein oder so, oder hier jetzt Amaretto rein, 10 Milliliter, ist es für mich kein Problem. So, ne? Also deswegen kann ich euch empfehlen, ich glaube, es schmeckt noch geiler, wenn ihr Amaretto reinmacht oder Amaretto-Aroma. Genau. Und dann macht ihr die Creme auf den Teig, also in das Behältnis auf den Teig. Und danach schneidet ihr wieder den Teig aus, dann macht ihr wieder eine Schicht. Also dann schichtet ihr so, ich habe 2 Schichten genommen, dazwischen immer die cremige Masse. Und dann könnt ihr es entweder in den Kühlschrank tun und danach Kakao bestäuben. Aber ich war ungeduldig, ich habe einfach Kakao genommen und ein bisschen oben bestäubt. Und dann im Kühlschrank und eigentlich im Optimalfall über Nacht im Kühlschrank lassen. Ich konnte natürlich nicht warten, ich habe erstmal die ersten Löffel direkt weggezimmert und ich komme gleich zur Bewertung. Und dann nochmal in den Kühlschrank und am nächsten Tag bzw. viele Stunden später auch nochmal probiert. So, und jetzt kommen wir zur Bewertung. Was gebe ich diesem Gericht als Nachspeise? Ich gebe dieser Nachspeise, dem Tiramisu, 8 Punkte. 8 Punkte. War richtig geil. Also wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, geht es auch mega schnell. Also es ist eigentlich echt nicht kompliziert. Ich habe natürlich die Krise bekommen, aber es ist eigentlich nicht kompliziert. Und es ist sehr lecker. Also es hat mir schon geschmeckt, als ich es direkt danach gegessen habe. Da war es noch so ein bisschen flüssiger. Und als es dann stundenlang im Kühlschrank war, wurde es halt fester, also richtig lecker. Aber ich muss sagen, für mich war es jetzt nicht süß so doll. Also ich hätte es noch leckerer gefunden, wenn ich wahrscheinlich das noch ein bisschen mehr gesüßt hätte. Und es wäre wahrscheinlich geiler, wenn ein bisschen Amaretto-Aroma dabei wäre. Also, dass das noch so ein bisschen typischer Tiramisu schmeckt. Dann hätte ich dem Tiramisu wahrscheinlich 9 oder 10 Punkte gegeben. Aber so kriegt das eine super gute 8-Punkte-Wertung. Richtig geil, hat richtig gut geschmeckt. Könnt ihr euch gerne mal einverleiben. Und wenn ihr das macht,
dann macht gerne ein Foto davon und verlinkt mich auf Instagram, weil dann reposte ich das gerne in meiner Story, wenn ihr es richtig geil macht und so, freue ich mich auf jeden Fall. Und schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob ihr es ausprobiert, wenn ihr es ausprobiert habt, wie es war, wie es euch schmeckt, ob ihr auch auf einer Skala von 1 bis 10 auch dem eine 8 geben würdet oder so. Das ist ja nur mein Geschmack, kann ja sein, dass ihr es überhaupt nicht mögt oder mega geil findet. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig geile Variante, um gesünder zu leben. Also das ist um meilenweit gesünder als ein normales, klassisches Tiramisu. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr probiert das aus. Und was gibt es noch? Ja, folgt mir auf Instagram. Dann besprechen wir, was wir als nächstes so machen, welche Videos kommen sollen. Und ich freue mich. Also, Video liken, Like-Button rasieren und bis bald, euer Coach Cecil. Are you listening? Damn.